Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Dusi im General. Am Carlos und am Alex schwätzen wir heute vielleicht über die Routinen, die wir benutzen, für Java kurz zu schreiben. Ja, wie wir schon ein bisschen gesehen hatten, wir schaffen nur auf 30 und auf Dusi mit einem neuen Routine, der NetBeans. Das ist aber ein Unterschied par rapport zum Unimoser. Aber wir schaffen noch immer mit Unimoser für die Wille. Jo, was sind dann unsere bewertbare Stand nur den einen oder den anderen? Der Grundprinzip, für ganz klein zu machen, NetBeans können wir grafische Oberfläche machen, können wir Unimoser nicht machen. Ja. Wenn wir hier ein kleines Beispiel von einem Unimoser-Programm, den wir auf uns gemacht haben, dann ich die Welt starten, voilà, komplett, dann kann ich hier auf der Konsole. Da sind unsere Resultate. Mhm. Das heißt, ich kann nicht mit dem Programm interagieren, ich kann ihm keine Informationen geben. Außer, das kann man von da. Und sie haben ein neues Objekt. Der ist New Game. Voilà. Game. Ups. Game. Das kann man von Unimus. Ich gebe ihm einen neuen Namen. Alex. Carlos. Ich meine hier ein neues Objekt. Das kann ich am Unimus machen. Da kann ich hier interagieren, indem ich Methoden abrufe. Oh, das sind sich nicht so wie Standard-Windows- oder Mac-Programme funktionieren. Ne? Voilà, ganz genau. Das ist hier, wo man keine Möglichkeit für Informationen dynamisch zu gehen, interagieren. Programm fragt mir etwas, ich gehe nicht mehr etwas. Das geht hier nicht. Das ist, wir können hier nicht mehr Programme, wo man Methoden starten. Nun nicht mehr so ein Layer-Programm. Das ist ein Layer-Programm. Ja. Schauen wir mal dazu entwickeln, aber wir sind hier aber limitiert. Ob du sie haben, ob wir Examen am 30. Das sind verschiedene Programme, die gehen eventuell für die, die wollen, mit dem Unimoser gemacht. Weil ich kein grafisches Oberfläche brauche, da brauche ich auch nicht die ganzen komplizierten Programme zu verwenden. Die Menschen kennen Unimoser, beherrschen den, und damit gehen ich auch sehr auf den Ziel für einfach Programme, wo ich nicht mehr sehr hei zu printen habe. Jo. Voilà. Wenn ich dann nur aber auf den Unimoser gehe, dann hat er klein, voilà, das ist ein anderes Programm. Wenn ich die starten, das Programm, ja, das ist nicht außergewöhnliches, das ist einfach ein kleines Zeichenprogramm. Moment, ich gesehen aber schon mal einen großen Unterschied. Ich gesehen ein Fenster, ein Knäppchen. Wir haben ein richtiges Interface gebaut. Das ist mit Sachen, wo ich kann malen mit der Maus. Mhm. Wo ich kann Knäppchen. Schon Knäppchen, ja. Für alle Sachen zu machen. Zum Beispiel kann ich so Sachen machen. Ich kann dann auch einfach Aktionen starten. Mehr ist es nicht. Ich kann auch Texte angehen, zum Beispiel sind noch keine Texte, aber mit NetBeans kann ich dann richtig Programme machen, die auch nur an irgendeinem Computer laufen, ohne Probleme. Ich meine, NetBeans hast du uns nicht entwickelt als Programm für Schulen, NetBeans als ein professionelles Tool für Java-Programme. Also professionelles Tool wie Eclipse für professionelle Leute, das ist richtig eine Idee, ich kann das entwickeln, ich kann Fehler sichern, es sind auch ganz viele Hilfen, die man schon gesehen hatte mit dem Source. Wir hatten den heute schon ein paar gesehen. Ja. Da können wir ganz viel sagen für professionelle Entwickler fangen. Und wir werden dann ganz viel Interfacen mit der heute Oberfläche programmieren. Okay, ja, das wird auch schon für die Hauptunterschied zwischen Unimoser und NetBeans mehr so. Merci für den Urlaub und bis nächstes Jahr.